Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Im letzten Part haben wir, was haben wir da nochmal angestellt? Boah, ist der schon wieder lang her. Stimmt, wir haben Winnie Pooh befreit, meines Wissens nach. Wir haben ihm Karottensaft gegeben. Und jetzt, da war ich. Da war ich auch darauf freuen mich jetzt. Oh nein, nein, nein. Oh, okay. Yay, jetzt wird's lustig, meine Damen und Herren. Das wird eine Rage-Folge, das kann ich Ihnen garantieren. Holy moly. Das ist doch zum Verzweifeln. Und wie heißt es schön, immer positiv denken. Es wird schon schief gehen. Hallo, meine Freunde. Dies ist mein Sprungpunkt. Hier können wir den ganzen Tag rumspringen. Nichts ist besser als hüpfen. Ich liebe dich, klein. Willst du auch springen, Sora? Das macht riesen Spaß. Riesigen Spaß, okay. Wenn du wie ein Champion springen wirst, brauchst du ein paar Tipps vom Champion. Ja, also von Eule. Eule, du bist kein Springer. Überlass das mir und Tigger. Ich fürchte, du hast recht. Ich denke, ich kann nicht immer Vorbild sein. Zum Springen hierüber. Ja. Also. Na, kann ich da? Kann ich da? Anscheinend nicht. Hallo, Tiger. Tigersprünge. Beobachte genau Tigers Sprungfolge. Das ist zum Aufwärmen. Ja, das ist noch leicht. Das können wir schaffen. Und alle ab. Komm schon. Jawoll. Yes. So. Jetzt wird's knifflig. Also einmal ein Dreieck, alles klar. Okay. Also. Oh, ich bin gesprungen! Meine Fresse, es geht ja schon mal gut so. Ich finde es schade, dass man das nicht überspringen kann. Das nervt schon ein bisschen. Oh Mann, oh Mann. Zack. Jetzt hier rüber. Jetzt darüber. Jetzt wieder dahin. 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 Mist hin. Also eigentlich gerade so gut. Verdammt. Also noch eine Runde. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie die Folge heißen wird. What the f... Entschuldigung, wenn die Tonspur gerade so hoch gesprungen ist, aber... Ich hasse es. Also ich feiere die Kingdom Hearts Reihe schon, das könnt ihr mir glauben, aber es gibt Punkte, wo ich mir einfach nur denke, könnt ihr das mir nur antun. So, komm schon. Komm schon. Jetzt darüber. Darüber. Komm schon. Jetzt darüber. Jetzt wieder zurück. Und ja! Wir haben's! Nach dem vierten Anlauf! Jetzt kommt der letzte. Oh nein. Also da noch. Da nach unten. Oh, okay. Das kriegt man schon irgendwie hin.
Ich hasse diesen Sprung. Meine Fresse. Liebe Freunde der Sonne, das kann echt noch was werden. Das sieht man mal, wenn man in dem Spiel nicht einmal mental zu 300% Konzentration hat, dann du gehst da unter. Und das ist ein Spiel für, glaube ich, 12-Jährige. Wenn ich mich nicht irre. Ich finde gerade die FSK für, die USK für das Spiel nicht auswendig. Aber es ist meines Wissens nach für 12. Ich muss mich jetzt einfach kurz ablenken, sonst drehe ich durch. Das ist echt. Oh. Ja, Tigger, Schnauze, ich will den Sprung packen. Was tut man nicht anders, um den Zuschauern eine Show zu bieten, auch wenn ich gerade am Dauerfailen bin. Oh. Also ich kann euch sch sagen, das wird keine. Das wird nicht mal eine 15-Minuten-Folge. Das kann ich euch sagen. Weil danach kommt was, wo ich echt absolute Ruhe brauche. Und Konzentration. Und die habe ich jetzt nicht mehr. Bist ein toller Hüpfer geworden, Sora. Stimmt's, Ru? Muss ich mit Ru quatschen? Ja. Hey Tigger, ich glaube, er ist jetzt bereit für den großen Sprung. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Oh nein. Oh nein, nicht die Tigerurne. Oh, ich hasse die Tigerurne. Alter. So, das war der zweite Treffer. Nein! Scheiße, jetzt muss ich da irgendwie wieder hochkommen. Fuck. Verarsche mich. Zack, so. Nein, ja, komm. Ich weiß, wie Tigers Urne funktioniert. So. Nein! Oh, Schweinkind. Oh, ich bin voll aus der Übung, meine Freunde der Sonne. Das ist echt nicht gut. Aha. Gut, so weit, so gut. Also, wenn ich jetzt nichts sage, dann. Dann versuche ich mich zu konzentrieren. Nein! Nein! Ah! Kannst du wieder hoch? Nein! Nein! Nein, nein, nein! Klar, beim zweiten Mal funktioniert es nicht so springen und dann verstehe. Ah, ich kann fliegen, cool. Ja, komm. Nein! Ja, komm. Ich weiß, wie es geht. Heilige Mutter Maria, Opfer. Ich krieg das hin, meine lieben Freunde der Sonne. Nein. Ich bin doch bescheuert. Und diesmal kann ich es mal nicht aufs Schlüsselschwert schieben. Das ist jetzt meine eigene Dummheit. Anders kann man es nicht sagen. Normalerweise ist dieses Spiel so einfach. Ich fühle mich verarscht. Ich will diese Scheißhose nicht zerdeppern. Oh, mein Gott, da wirst du wahnsinnig. Meine Fresse. Ja, klar.
Da wurscht er doch irre. Nein, hat's nicht, du. Oh. So, das war der erste. Das war der zweite. Das war der dritte. Oh, jetzt sieht's gut aus. Ja, jetzt kann's was werden. Ja, komm. Komm. Ja, wir haben's. Meine Freunde der Sonne, wir haben's. Und das nur für eine Kiste. Mit einem Abitiam. Egal, wir haben's. Wir haben's. Ja, ich bin gut. Yay, we did it. Wir haben es geschafft. Ich werde irre. Wer bekommt? Komm, lass uns wippen. Ah, ja, das ist auch lustig. Aber das lasse ich jetzt mal mit einem Wippen. Ich gehe zurück zur Karte. Die Verlangenszeit hat sich in ein Item verwandelt. Ein Mithril. Oh komm, jetzt. Ja. So. Die letzte Seite, meine Freunde. Die letzte. Und da ist Po. Der sucht irgendwas. Da sehe ich Tiger rumhüpfen. Aber meine lieben Freunde der Sonne, das war's für die Folge. Es tut mir leid, wenn sie nicht die üblichen 15 bis 20 Minuten hat. Ich hab einfach, ja, ich verliere gerade voll die Nerven wegen dem Rumgespringe. Und in der nächsten Folge machen wir dann das, was wir jetzt sehen. Also nichts. Nee. Im nächsten Part gucken wir erstmal, was Pooh macht. Das war's für Let's Play. Für die Folge Let's Play Kingdom Hearts. Oh, Leute, ihr merkt schon, ich bin total Brain AFK. Ja, also das war's für die Folge Let's Play Kingdom Hearts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, kommentieren und bewerten bitte nicht vergessen. Daumen hoch. Ja, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Meine. Ja, aber wie gesagt, in der nächsten Folge sehen wir, warum Pooh gerade so rumläuft. Warum steht er da jetzt? Pooh? Okay. Nee, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Let's Play Kingdom Hearts. Bleibt mir treu. Euer Sora verabschiedet sich mit einem dicken, fetten Ciao. Bis zum nächsten Mal.